Liebe Brüder, wir sind bald mit unserer Pressekonferenz zu Ende, obwohl keine von Medien hier gekommen das sind. War jetzt, bitte, lass mich nochmal. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Danke, dass du sagst. Guck mal, das ist die Leute für doof verkaufen. Ja, das ist das. So wird es gehen. Die sperren dich ein, du hast gar keine Chance, dich zu entschuldigen. Du bist schon gestempelt. Hier, bitteschön. Terrorist? Ja, die haben ein falsches Buch. Du lädst mit tausenden Briefen die Medien ein. Noch nicht mal diese Versager aus den arabischen Ländern, die Medien, die sind auch noch nicht mal in der Lage zu kommen und ihre eigenen Brüder in Schutz zu nehmen. Im Gegenteil, die stigmatisieren dich noch in ihren eigenen Ländern. Ja, Achi, wir sind alleine, Alhamdulillah. Ja, wie ist es bei mir gewesen? Ich war mit Abu Adam und mit Abu Ali. Plötzlich kam ein Anruf bei Abu Adam, dass sie bei dem in den Laden rein. Ja, und dann Hamza, also Abu Ali, hat den Laden dann aufgemacht. Er sagt, ja, hallo, Herr Zionis, da kannte schon seinen Namen. Hamza macht nur so, macht die Tür auf. Da kam Abu Adam rein, hören Sie mal zu, was machen Sie überhaupt für einen Aufstand? Kommen Sie hier, so nach diesem Motto. Ja, ich kam dann rein, hab geguckt, dann haben sie uns angeguckt. Ja, wir wollten gerne, dass die anderen zwei, ja, hallo. Ja, dann können Sie vielleicht die anderen zwei rausschicken. Ja, warte, ich möchte mal mein Handy hier stecken und aufladen. Ja, ja, nichts reinstecken, nichts rausstecken. Aber ja, nicht, dass die Bombe hochgeht hier. Nicht, dass dann die Bombe hochgeht. Das Aufrufen zum Islam wird weitergemacht. Wir werden weiter zum Islam. Auch NS war ja sehr nett, den haben wir auch angerufen, bei denen waren sie auch schon. Ich habe zu ihm gesagt, ich glaube, der hat einen Lautsprecher. Ich habe gesagt, gib ihm keinen Kaffee und Tee. Gib ihm keinen Kaffee und Tee, habe ich gesagt. Weil irgendwo hört der Spaß auf, ja, also unglaublich. Haben wir es gehört? Lautsprecher angehört. Wir werden Islam, unsere Religion, egal auch wie viel ihr uns Hürden bringt, weiter praktizieren, denn unsere Religion ist unser jetzt Leben. In dieser Aktion können Sie wieder zur Moschee gehen, du bist irgendwo eingeladen. Ja, wissen Sie nicht, bei denen war eine Razzia. El Capone, vier Vogel und seine Crew, nach dem Motto, ja? Das ist nämlich das Ziel von der ganzen Sache, den Leuten Angst zu machen. Ist doch ganz klar, man braucht nur eins und eins zusammenzurechnen, wie ich eben gesagt habe. Zähl eins und eins zusammen. Dieses Buch verstößt gegen das Jugendschutzgesetz. Okay, haben wir nicht gewusst, müsst ihr uns sagen. Es gibt Straftaten, die notwendigerweise zu wissen sind in Deutschland und Straftaten, die nicht notwendigerweise zu wissen sind. Beispielsweise, jemanden zu ermorden und auszurauben, das muss jeder Mensch wissen. Da kannst du nicht sagen, das habe ich nicht gewusst. Aber wenn du irgendwo parkst, wo Parkverbot ist und das Parkverbotsschild ist zugedeckt, dann hast du eine Ausrede vor Gericht. So, wir wissen nicht, dass in dem Buch was Falsches ist. Und als wir davon erfahren haben, über Dritte, man hat uns ja nicht unfairerweise und hinterhältigerweise nicht direkt kontaktiert, weil wir ja für diese Leute wahrscheinlich keine Menschen sind, oder? Genau. So, da muss man mal fragen, warum kontaktiert man uns? Ich sage, in diesem Buch ist das. Islam ist uns alles wert. Und nichts ist wertvoller als unsere Religion Islam. Aber wir übertreiben nicht in der Religion. Wir werden nicht Rache ausüben, was nicht uns erlaubt ist. Sondern wir sind Muslime, die für Allah vergeben. Sie verderben das Bild des Islams. Sie verderben das Bild des Islams. Wer will hier heute Islam annehmen? Ist hier jemand? Ist hier keiner, der Islam annehmen will? Ist er nicht Muslim? Komm, wir zwingen ihn jetzt Islam anzunehmen. Haben alle, ja, hier sind. Wer ist hier konvertiert? Hoho! Nimm auf! Alle auf, die konvertiert sind. Das nach vier sind. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Wir haben einen Arm, der länger ist als eurer. Allah hat die längere gemacht. Wir sind fair gewesen. Wir haben die Leute hier fair behandelt. Im Gegenteil, wir haben versucht, die Leute von der Straßenzone, so werden wir behandelt. Wir sagen, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Badal Islamu ghariban, fasayaudu ghariban, fatuba li ghuraba. Der Islam kam als Fremder, wird als Fremder zurückkehren. Fatuba li ghuraba. Allahumma ansur al-Mujahideen fi kulli makan. Amin. Jetzt könnt ihr euch auf was befassen. Ach, auf. Malcolm X, Adam Blau. Alles Lob gebührt Allah, dem Allmächtigen. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Und ich bezeuge, dass Allah Azza wa Jal der Einzige ist, der anbetungswürdig ist. Und dass der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sein Diener, sein Liebling und sein Gesandter ist. Sallallahu Alaihi Wasallam. Die Geschwister im Glauben, Alhamdulillah. Zwar ist die Presse heute nicht gekommen, aber dafür ist... Ja, aber die sind nicht aus diesem Grund gekommen. Die hatten sich schon vorher angekündigt. Aber Alhamdulillah, wie der Bruder schon gesagt hat, wir haben Allah Azza wa Jal und ist etwas Besseres zustande gekommen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Und das ist, dass wir uns hier versammeln durften, dass wir in diese strahlenden Gesichter blicken dürfen, subhanallah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Genau das meine ich, alhamdulillah. Auch ohne diese Takbirat. Also, ich meine, jeder, der jetzt dazugehört hat, diese knapp 2 Stunden, ist zwar keine Presse gekommen, aber wir selber müssen unser Recht verteidigen. Inshallah. Solange wir können. Solange uns die Zeit gemacht wird. Vielleicht geht der eine oder andere drauf. Vielleicht geht der eine oder andere Kopfschuss. Kann passieren. Kann passieren. Das ist Berufsrisiko. Das kann halt immer passieren. Aber. Ja. Aber ist nun mal. Bei mir haben sie 3 Sachen mitgenommen: 1 Exemplar von dem Buch Meine Frau im Islam. 1 PDF-Datei von Osama Bin Laden. Ja, ich muss ja mal wissen, was der erzählt, oder? Ich bin nicht für ihn, das wisst ihr. Also, ist ein Bruder, aber wie gesagt, wir sind nicht einverstanden mit Terroranschlägen und solche Sachen. Ja, das ist klar. Aber trotz alledem. Richtig, genau, wissen wir ja gar nicht. Ist ja dieselbe Quelle wie bei uns. Wir wissen ja gar nicht, ob das stimmt, ob der was damit zu tun hat. Das ist ein Juter hier, der Bashar. Das ist ein Juter. Genau, wissen wir ja gar nicht. Wir können es ja, genau wie die Leute in Saudi-Arabien, die sind uns am Verurteilen, die wissen gar nicht, ob wir was gemacht haben. Wir sagen, wenn er das so sieht, dann stimmen wir nicht mit ihm. Aber was wissen wir schon? Hat er im Fernsehen gesehen? Was haben wir denn da gesehen? Nur, dass in der Höhle ist, ja. Alhamdulillah. Möge Allah die Höhle trocken machen. Alhamdulillah. Und jeder, der hier drinnen sitzt, der soll wissen, dass fast auf jeden, der hier gerade drin ist, auch schon ein Auge geworfen ist, weil er in diesen Moscheen tritt, weil er mit diesen Leuten Kontakt hat. Aber Alhamdulillah, soll das einen Angst einflößen? Soll das einen Angst machen? Niemals, barakallahu fik. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Warum sind wir eigentlich noch so ruhig, nachdem uns das widerfahren ist? Warum sitzen wir hier so ruhig? Ich sag euch warum. Weil derjenige, der im Recht ist, der hat auch das Recht, ruhig zu bleiben. Der hat nichts verbrochen. Wir haben keinen Grund, nervös zu werden, Angst zu bekommen. Alhamdulillah, wie der Bruder gesagt hat, wir haben seit über 4 Jahren, machen wir die Dauer, oder seit knapp 4 Jahren, machen wir die Dauer. Und sie haben nichts anderes gefunden als diesen Beweis oder das, was sie als Beweis nennen. Allahu Akbar, das ist doch ein Zeichen für uns alle, dass wir gut gearbeitet haben, dass wir gut gehandelt haben. Eine Gratulation an euch alle. Bei Allah, Gratulation, dass ihr so sauber gearbeitet habt. Wir werden wir unsere Dauer, unsere Aufruf zum Islam, ohne zu zwingen, ohne zu beschwimpfen, ohne dabei die Gesetze zu überschreiten, unsere Tätigkeit weitermachen.